So, Leute, willkommen zurück zu Kirby's Adventure! Yay! Hier haben wir in der letzten Episode die ganzen Geheimnisse der vergessenen sechsten Welt. Die ganzen vergessenen. Und hier ist es dunkel da ganz toll. Hier wird doch direkt ein Geheimnis, was ich übersehe. Ja. Wir haben die Geheimnisse der letzten sechsten Welt. Ich sehe das doch jetzt schon. Hier ist irgendwo was. Wenn er gleich ein Lichtschiff kommt, werde ich nochmal zurückgehen. Dorf könnt ihr euch aber verlassen! Ja, Warum komme ich jetzt nicht mehr dran? Schön. Nein, nicht so gut, finde ich. Ja, ich hoffe, dass wir durch diese sechste Welt, wow, besser kommen. Oh, war toll. Da unten. Kirby! Da unten! Ja, geht doch. Zack. Und zack. Oh, oh. Könnte ich bitte eine Fähigkeit haben oder so? Oh Gott, das wird schlimm. Leck, 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 leck. Ja, immerhin. Immerhin haben wir eine Fähigkeit. Die da unten will ich haben. Die ist bestimmt hübsch dafür. Na komm. Ja, danke. Schön, dass er die leckt und nicht so übel ist. Nein. Oh. Dann nehme ich eben den da oben. Wow, perfekt. Yeah. Zerstören! Für eine Flasche Cola. Und da oben ist das Vieh wieder. Oh ja, so geht das doch viel angenehmer. Oder auch nicht. Ja, Kumpel. Hau mal ab! Okay. Schnell! Ja, oder so. Ja, und jetzt das gleiche nochmal. Na. Nee, ich behalte einfach. Ich lasse die Power direkt weg, weil das wird eh nix. Das wird eh nix. Zack, 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 zack. Ja. Ja. Zack. Doppelt so lange. Jedes Mal wieder die Fähigkeit neu holen. Oh. Schluck, spuck, schluck, spuck. Danke. Danke. Ja, das geht auf jeden Fall angenehmer. Ich wette, hier war irgendwo wieder eine Tür versteckt. Wow. Das könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen, dass da jetzt einfach eine Tür versteckt war. Die ich jetzt natürlich nicht gefunden habe. Oh, ich sehe es schon kommen. Diese Welt müssen wir dann nochmal reingehen. Ich trecke in der ersten Welt ein Geheimnis übersehe. Garantiert, garantiert. Aber irgendwie ist die Welt seltsam, ich weiß nicht, so. So zu Ende schon. Yeah! Wir kriegen wieder die zwei, ne? Ja, natürlich. Wie gesagt, ich werde dieses System nie verstehen. Ah, Hilfe, Kabel. Kabel, Moment, 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 Kabelchaos. Ja, Geheimnis übersehen. Toll, scheiße. Nicht gut! Hallo! Was ist das? Ein Turm. Genau. Eine Zwischengegnerwelt. Lass mich raten. Aua. Aber warte mal, wenn wir jetzt schon bei einer Zwischengegnerwelt sind, heißt das aber meistens bei Spielen, dass es schon ziemlich oh Mann, ziemlich weit am Ende ist. Stirb. So, ich nehme jetzt die Ultra-Vernichtungsfähigkeit mit. Wolf, vielleicht macht das hier ultra viel Schaden. Das wäre sehr schön. Dann könnte ich auch mal 4 Schaden machen. Ja, es wäre doch ein Traum, jedermanns 4 Schaden zu machen. Wer kommt jetzt? Kurnmann, stirb! Ja, sag ich doch. Mike, und das wird uns dabei helfen, den nächsten Gegner zu vernichten. Hoffe ich. Stirb! Stirb! Hey, dich nehme ich jetzt nicht mit, denn ich möchte den letzten Schrei noch aufbewahren für den nächsten Boss, wie auch immer jetzt kommt. Meine Stimme ist echt im Arsch heute. Scheiße. Gut, ich will die Folge trotzdem. Ja, genau. Zack. Ja, komm. Oh, bin ich dumm oder was? Zack, 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 zack. Stirb. Okay, jetzt haben wir den Hammer. Den Hammer! Und damit können wir den nächsten Boss auch vernichten. Oder Zwischenboss wohl eher auch vernichten. Oh, diese scheiß Ninja-Turtle-Kacke. Egal. Tot. Es war easy. Keine Herausforderung für uns. Oh, wie viele Gänge sind das noch? Aber es wird immer schmaler, so wie ich das gesagt habe. Nein, nicht der Todeskäfer. Zack, gut. Keine Chance lassen, weil das Vieh kann nerven.
Ist mir aufgefallen, irgendwie, es sieht immer so aus, als würde es schmaler werden, aber im Endeffekt ist es dann doch wieder genauso groß. Hm? Haben die Entwickler da einfach gefuscht? Nein, nicht schon wieder der Wichsgriffel. Oh. Ich sehe schon, komm, ich sterbe. Nein, tue ich doch nicht. Schön. Gut. Yeah. Ah, okay. Da jetzt. Yay! War's das schon? Hui, 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 hui. Nein. Genau. Wir vernichten die krassesten Zwischenbosse und woran sterben wir? An einem normalen Gegner. Der uns direkt vom Zielende gerade, sehe ich. Zielende? Vom Levelende nochmal vernichten wollte. Vernichtet hat. Level 2. Wieder mal. Wir kriegen nie wieder die 1. La, 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 la. Immerhin wir hatten ein einziges Mal die 1. Und ja. Aber hier gab es kein Geheimnis, oder? Gut, will ich aber auch meinen. Will ich auch meinen, ey. So, jetzt kommen wir ja wieder nach unten. Und das heißt, wir werden gleich wahrscheinlich wieder mit den Türen, weil ihr jetzt gerade gemerkt habt, zwei ist wie eine Treppe. Entweder das geht jetzt weiter nach unten oder es geht gleich ab Level 4 wieder nach oben, damit es symmetrisch ist. Ach ja, Symmetrie. Wer mag keine Symmetrie? Symmetrie ist was Tolles, oder? Finde ich. Ah! Also ich mag es auch mal gern symmetrisch, wenn es darum geht, irgendetwas symmetrisch zu machen. Außer es geht irgendwie um irgendwas Natürliches, weil in der Natursymmetrie jetzt ja, sage ich mal, nicht gang und gäbe. Zum Beispiel stellt euch mal einen Berg vor, der auf beiden Seiten gleich aussähe. Das wäre doch schon arg seltsam, oder? Also so... Ja, genau. Ach, leck mich aber ab. Okay. Hallo, ich bin gleich wieder tot. Wow, auf. Ah, schön, gut. Die Entwickler haben mitgedacht. Sie dachten sich, oh, der Sui ist gleich bestimmt wieder tot. Haben deine Maxi-Tomate extra für mich hingespawnt. Ach, das ist ja freundlich. Ach, schön. Meta-Knight, gib mir einen Lutscher. Das ist gut. Lutscher gefallen ja mal hier im Spiel. Hallo, Rufi. Hallo, Rufi. Hier ist doch bestimmt hinter dem Wasserfall irgendwas. Doch nicht. Ja, aber ich will, wenn ich einen Lutscher habe, nicht suchen. Das will ich schön ausnutzen. Ja. Boah. Dum, dum. Ich würde ja echt ahnen, dass hier irgendwo hinter einem Wasserfall was ist. Aber sehen wir ja, wenn ich die Welt beendet habe. Ja, sehen wir, wenn ich die Welt beendet habe, ob wir hier nochmal rein müssen, weil hier ist scheinbar schon wieder das Ende. Die Level sind, das erste war recht lang, die danach waren aber irgendwie recht kurz. Huah! Geil! Da, Leben, wir haben ein Leben mit drei Kirbys. Plus eins, wenn man das UFO mitzählt. Ja, jetzt geht's wieder nach oben, ich hatte recht. Und hier gibt's kein Geheimnis. Das gefällt mir. Also nicht, dass ich keine Geheimnisse mag, aber das heißt, wir müssen da nicht nochmal rein. Wir haben nichts verpasst. Und hier ist es schon wieder so dunkel irgendwie. Und der hat mir schon wieder nachkommen, ich nehme den Laser. Den Ball will ich nicht, weil der Ball, den weiß ich nicht irgendwie. Ballfähigkeit finde ich sehr. Oh, Tornado. Den Ball finde ich komisch. Yeah. Ja, Tornado ist schön. Damit kann man... Wow. Oh, ich sag noch, den Ball will ich nicht. Und was kommt hier? Oh. Kirby, du bist ein Tornado. Dann möchte ich auch, dass du dich benimmst wie ein Tornado und alles vernichtest, was in deinem Weg liegt. Da zählen auch so kleine Sternenknüppel... Knüppel... Dinger. Zack, 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 zack. Ja. Gut. Ja, mit dem Tornado geht das doch ganz... Wow! Gut, will ich meinen. Auch wenn er immer ein bisschen lange andauert, wenn ich ihn nur kurz antippe. Um den Gegner zu vernichten, an den ich gar nicht rankomme und, jetzt muss ich die Fähigkeit eher abgeben. Komm, egal. Dann eben nicht. Wir finden schon eine neue Fähigkeit. Und zwar jetzt! Ja, siehst du? Und die ist hier auch nutzlos, weil damit kann man keine Sachen kaputt machen, die unter einem sind. Ich hole mir die einfach jetzt neu. Oder auch nicht. Doch, hole ich mal. Schön. Gut. Dam, 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 da, da, dam, da, da. Ah! Wow. Okay, ich dachte, ich falle. Nein, dumm, 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 unintelligent. Leck, leck. Oder auch nicht. Das gibt's hier nicht. Bombenpower. Ist echt interessant. Die Fähigkeit, wo der ich dachte, das ist schon eine echte Urpower, die gab's schon immer. Die gibt's hier gar nicht. Also die, Bombenfähigkeit.
war's schon wieder. Und ich habe wieder nirgendwo. Es ist irgendwie komisch. Ich sehe nirgendwo Sachen, wo Geheimnisse sein könnten. Kann natürlich auch sein, dass es hier gar keine Geheimnisse gibt, außer im ersten Level. La 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 la. Cool. Und hier gab es kein Geheimnis. Tatsächlich. Oh mein Gott, Mama! 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 Nein, doch, okay. Nein, oh Gott! Oh, Glück gehabt. Zack, zerstört. Vernichtet. Blinder. Oh nein. Stimmt, den Endgegner gab's eben gar nicht. Ah! Oh Mann! Ich erschrocken. Also nicht erschrocken, aber der kam auf einmal so plötzlich auf mich zu und da war ich doch gar nicht drauf vorbereitet, Mann. Ach, Jungs und Mädels, ist das nicht schön? Ja, genau. Hallo? Das war jetzt aber nicht so cool. Ich habe Springen gedrückt und es kam nichts. Oh, manchmal springt er dreimal und manchmal irgendwie gar nicht. Meine Stimme ist im Arsch. Oh, ich muss nach der Folge unbedingt aufhören, weil geht ja gar nicht. Ich klinge irgendwie wie... Keine Ahnung. Auf jeden Fall komisch. So, und jetzt im Flug. Da, jetzt springt er natürlich nicht, ist klar. Ist klar, Murat! Na komm her. Verarscht. Der gibt mir deine Radfähigkeit, komm. La, 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 la. Irgendwas sagt mir, ich kann da... Wie auch immer ich das gerade gemacht habe. Also scheinbar kann ich auf den großen Stern rumlaufen. Oder nicht runterfallen. Hier ist doch garantiert irgendwo ein Geheimnis versteckt in den Sternen. Würde ich jetzt mal so ganz spontan behaupten. Radpower! Nee. Ich nehme doch lieber Feuer. Warum? Verschwinde doch nicht einfach. Ja, wollte ich ja sagen. Ja, mein Gott. Mein Gott, ey. Da, da, da. Wäre das in anderen Kirby-Spielen immer noch so, dass man jedes Mal die Fähigkeit sofort ver... Ah, gut, ich verstehe schon. Ja. Okay. Dann wollen wir mal. Hier muss man schnell sein. Ich will... Hey, ja, toll, toll, nein. Verkackt. Das wollte ich nicht. Scheint die Linie nochmal, wenn ich jetzt hier weggehe? Nee, natürlich nicht. Das ist ja toll. Dumm, das wollte ich doch gar nicht. Ja, toll. Und das Levelende. Na, super. Ach, gut. Ey, komm schon. Was? Soll ich das denn machen? Muss ich das? Kann das Ding irgendwie auf mich schießen und das Ding anzünden? Hier, mach mal Hallo. 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 Nee, offensichtlich. Ja, schieß doch direkt 60 Mal. Keine Ahnung. Oh. Okay, Boah, unmöglich. Wie soll ich das denn machen? Ich versteh's nicht. Oh, komm. Ne, keine Ahnung. Versuch's nochmal und, Ne, ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja. Da wohl ein Geheimnis ist, werde ich das nachgucken, weil da habe ich jetzt echt keine Ahnung. Ja, so könnte es vielleicht klappen. So könnte es vielleicht klappen. Wenn es dann auch mal funktionieren würde, dass es sofort da hochspringt, dieser kleine rosa Knubbel. Kirby! Mmh. Boah, Alter, das ist ja Hammer! Mann! Du verpiss dich da, flieg nicht hinter mir her! Oh, Mann! Ja, ich verbrauche jetzt hier die ganze Videozeit damit, ey. Einmal versuche ich es noch, wenn ich es dann nicht schaffe, dann habe ich keinen Bock mehr. Dann machen wir das beim nächsten Mal in Ruhe.
Oh! Gut, jetzt letzter Versuch. Ja. Ich weiß. Der Kirby springt nicht. Warum macht er das nicht, dieser dumme Idiot? Mann! Komm, leck mich am Arsch, hab gebraucht viel Scheiße. Nee, da habe ich jetzt echt keinen Nerv drauf. Ernsthaft, Leute. Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Gut, dann haben wir in der Welt ein Geheimnis verpasst, aber da wissen wir wenigstens, wo es ist. Yay! Yay! Nee, haben wir gar nicht. Toll! Und das ist ein Remake vom Gameboy-Teil, glaube ich. Ach, wie schön. Das heißt, es gab nur in der ersten Welt ein Geheimnis, was wir noch holen müssen. Na 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 la la la, alles klar, unser Ziel ist so nah, denn der Lauch wechselt schon aus den Ohren. Ach, das ist schön. Ja, dann war da hinten in den, mit der Kanone, das war dann wohl irgendwie nur für ein Leben oder so. Dann würde ich jetzt mal ganz spontan annehmen. Dann, wie zum Beispiel das hier. Unser Ziel ist zu nah, denn der Lauch wechselt schon auf den Ohren. Das ist der nächste Schritt unserer Evolution. Bald schon werden alle Kinder so geboren. Ach ja. Doch, das ist eines der Kirby-Lieder, die einfach nur megamäßig ins Ohr gehen. Ja, warum? Gut, schön. Dam da dam da 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 dam. Mein Wechsel, die Musik ist so schön, denn sie stammt von unserem kleinen Kirby. Worüber haben wir eben noch gesprochen? Ich weiß jetzt nicht mehr, auch wie schade. Ja, ihr müsst euch jetzt diese Zeile, oder die eine dieser beiden Zeilen, immer wieder und immer wieder anhören, solange ich in diesem Level bin. Ja, also hofft, dass ich dieses Level schnell schaffe. Das ist irgendwie ein Remake auf allen Leveln, glaube ich. Na, 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 denn sie stammt von unserem kleinen Kirby. Das ist der nächste Schritt. Ja, genau, ich mix es jetzt einfach mal. Und diese Viecher hasse ich, die explodieren. Oh man, komm, ihr müsst zugeben, die Musik ist catchy. Da kann ich nichts gegen machen, das ist doch so wahr. Kirby, hip, hip, hurra. Den Wechsel, die Musik ist so schön, denn sie stammt von unserem kleinen Saffe. Das ist der nächste Schritt unserer Revolution, denn der Saffe ist ja schon ein Affe. Und mit diesen Worten schaffen wir dieses Level. Aber er ist ein cooler Affe, nicht so wie andere Affen, weil meistens sind Affen eigentlich ziemlich uncool und dumm und scheiße. Okay. Yay. Bossgegner. Und in dem Level gab's WTF ein Geheimnis, warum? Keine Ahnung, wo da ein Geheimnis sein soll. Naja, bitten wir uns im nächsten Video. Oh mein Gott, das ist King Dedede! War das übertrieben? Gut, dann machen wir irgendwas, was ich richtig kotzen kann. Ja, das zum Beispiel. Was? Null. Hat das jetzt ernsthaft null Schaden gemacht? Ja, gut. Oh, super, das dauert ja, wird ja gar nicht lange dauern. Hä? Okay, keine Ahnung, warum das beim ersten Mal keinen Schaden gemacht hat. Ja, fliegt doch noch schneller. Wie soll ich dem ausweichen? Zack. Mach alles, aber flieg nicht, weil das Fliegen ist unfair. Zack. Na, was zum... Oh, das werden wir nochmal machen müssen, das sehe ich jetzt schon. Ja. Oh, oder wenn wir Glück haben? Haben wir nicht. Tja. Dam, da, dam, da, dam, dam, da, dam. Yay! Ah. Und direkt nochmal. Okay, ich muss hier aufpassen. Ich muss früh genug springen, oder fliegen eher gesagt. Weil der Typ an 5 anfängt, mich ja genau das zu machen. Da, siehste, hat nichts abgezogen. Das heißt, er hat so viel Energie, dass es erstmal gar nicht angezeigt wird. Ach, schön. Sterne! Ah. Nein. Okay, das ist doch leicht, dem auszuweichen.
Leicht, leichter als leicht. Zack, eigentlich ein ziemlich easy Boss. Ich habe mich nur ein bisschen dumm angestellt. Wieder mal, ha, ist ja nichts Neues. Naja, mach die Uhr. Ah! Arschloch, hab ich auf die andere Seite. Naja, mach ruhig nur die ganze Zeit mit deinem Hammer. Da habe ich absolut kein Problem mit. Zu viel Videozeit. Nee, 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 nee. Los, hol deinen Hammer raus. Zack. Kein Problem. Oh, das ist ja so einfach. Wie immer. Und tschüss. König DDD, du langweilst mich. Ja, aua. Das war die Rache dafür. Was? Ich langweile dich? Stirb! Ja, hol deinen Hammer raus, los. Ich möchte das Video beenden. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Tschüss. Haha. Vernichtet. Wie kein Tanzen? The Fountain of Dreams. Das sieht sehr nach Ende aus. Letzte Welt oder so? Okay, er will uns aufhalten. Das. Pack! Wie brutal Kirby einfach ist. Das heißt also, in diesem Spiel geht es gar nicht um Kekse und Kuchen. Ja, sondern nur die totale Vernichtung. Super! Nee, will ich noch nicht. Ich will das. Ja. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal.